Es ist in gewisser Weise ein dreifacher Superlativ. Für mich ist es seit einer gefühlten Ewigkeit die erste Vernissage überhaupt. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Wir waren ja in München durch Herrn Söder in besonderer Weise kaserniert. Also es hat nichts stattgefunden. Es ist also ein wirklich glücklicher Moment, mal wieder unter Menschen zu sein und über Bilder sprechen zu dürfen. Es ist zum Zweiten, wie Frau Albrecht schon sagte, heute der Geburtstag von Ruth Bernhardt, der 116. Das klingt fast schon surreal, aber wenn man weiß, dass Ruth Bernhardt 101 geworden ist, dann ist das gar nicht so ungewöhnlich. Sie könnte vielleicht heute unter uns sein. Und das Dritte, Frau Albrecht hat es schon erwähnt, es ist tatsächlich die erste Ausstellung in Berlin. Es ist wahrscheinlich sogar die erste in Deutschland und es ist die erste in Europa, die von einem Katalog begleitet wird. Also Ruth Bernhardt ist tatsächlich eine Entdeckung. Und als ich diese Woche mit meinem geschätzten Kollegen Randy Kaufmann Kontakt hatte, der sich sehr gut auskennt in der Fotografie der 20er, 30er, 40er Jahre. Er hatte den Namen auch noch nicht gehört. Also Ruth Bernhardt ist eine echte Entdeckung. Zu verdanken haben wir diese Ausstellung Ruth Bernhardt natürlich als Fotografin, Frau Albrecht als Galeristin und dem Fotografen und langjährigen Assistenten Michael Kenner, der uns zahlreiche Leihgaben hier zur Verfügung gestellt hat. Als mich Frau Albrecht vor einiger Zeit fragte, ob ich mich an dem Projekt beteiligen wolle, habe ich natürlich mit Freude zugesagt. Und als erstes tut man einen Griff ins Archiv, in die Leitsordner. Und unter B fand ich tatsächlich einen Briefwechsel mit Ruth Bernhardt, an den ich mich gar nicht mehr erinnert habe. Im Kontext der Ausstellung Das Aktfoto, die ich 1984 die Freude hatte, mit Michael Köhler fürs Münchner Stadtmuseum zu kuratieren, habe ich die Dame in Amerika angeschrieben. Für Jüngere unter uns muss man sagen, damals hat man sich irgendwie eine Adresse besorgt, dann hat man einen Brief getippt, Adresse 2982 Clay Street, San Francisco, dann hat man auf der Post den Tarif erfragt, Briefmarken drauf und dann hat man gewartet. Und wenn man Glück hatte, kam irgendwann Post zurück. In diesem Fall kam ein schöner, großer Umschlag mit sehr viel wunderbarem Material, das sie mir damals geschickt hat und aus dem ich dann auch für den Text schöpfen konnte. Das war also eine wunderbare, glückliche Wiederentdeckung. Natürlich der traurige Aspekt, ich hätte theoretisch in den Flieger steigen können und mal schnell nach San Francisco, um diese großartige Ruth Bernhardt persönlich kennenzulernen. Das habe ich damals leider versäumt. Nun gibt es natürlich immer gedruckte Quellen, es gibt immer Literatur zu Ruth Bernhardt, übrigens erstaunlich wenig. Es gibt eine einzige Monographie, es gibt keine wirklich substanziellen Texte über sie, es gibt keine großen Interviews über sie. Nun kann man sagen, gut, ich kann die Bilder analysieren, der Kunsthistoriker vertraut auf die Kraft der Objekte und der Kunst, aber es fehlt eben doch immer noch eine gewisse persönliche Note. Insofern freue ich mich, dass Michael Kenner uns einen sehr schönen persönlichen Text gestiftet hat. Er kannte nun Ruth Bernhardt und dann stößt man auf einen Satz wie diesen, Zitat Ruth Bernhardt: Ich war ein ungewolltes Kind. Und all die Dinge, die ich mache und gemacht habe, sind das Ergebnis davon, dass ich keine Eltern hatte. Meine ganze Arbeit ist irgendwie verbunden mit dieser Entbehrung. Das ist schon ein wenig bitter und eine Aussage, die man dann natürlich entlang der gezeigten Objekte überprüfen kann. Sicher ist, Ruth Bernhardt hatte natürlich Eltern und ganz sicher hatte sie einen sehr, sehr prominenten Vater, nämlich Lucien Bernhardt, der den Designkennern unter Ihnen als Plakatkünstler natürlich ein Begriff ist. Also Lucien Bernhardt war um 1900 neben Ludwig Hohlwein, Hans-Rudi Erd und Thomas Theodor Heine einer der ganz großen Plakatkünstler. Und ich bin überzeugt, wenn Sie ins Bröhan-Museum gehen, da hängen vielleicht sogar Lucien Bernhardt Plakate an den Wänden. Damals Plakate noch an den Litfaßsäulen als Kunst für die Straße. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Und wenn man sich in Erinnerung ruft, dass die Stadt Genf jetzt Außenwerbung verbieten lassen will, weil es so schrecklich geworden ist, dann sieht man, was für ein Paradigmenwechsel in der Straßenkunst uns erreicht hat. Lucien Bernhardt, also einer der führenden Gebrauchsgrafiker um 1900. Lucien Bernhardt, der Vater, Ruth 1905 in Berlin geboren. Sie ist also
im Prinzip Berlinerin ist es aber auch wieder nicht, denn als sie 2 Jahre jung ist, die Mutter verlässt die Familie und Ruth Bernhardt findet bei befreundeten Schwestern in Hamburg eine neue Bleibe. Die Rede ist von 2 Schwestern, Helena und Katharina Lotz, plus deren Mutter und, wie Ruth Bernhardt sich erinnert, eine regelrechte Menagerie von Kleintieren. Sie sagt, can you imagine a household consisting of 36 canaries, 2 guinea pigs, 2 rabbits, 1 salamander and just coincidentally 4 human females. Also eine Gruppe von 4 Frauen und jede Menge Tiere. Bernhardt kümmert sich um diese Tiere. Bernhardt macht Ausflüge an die Nordsee mit den Schwestern und deren Mutter. Sie sammelt Insekten, Gräser, Muscheln, Schnecken. Und wenn Sie sich die Exponate anschauen, hier ist natürlich der Grund gelegt für ihr Interesse an der Natur und an den Erscheinungen der Natur. Der Vater heiratet 1913 ein 2. Mal. Ruth kehrt nach Berlin zurück, wohnt jetzt beim Vater und dessen neuer Frau. Ist zum einen natürlich schwer beeindruckt von dem, was sie umgibt, von der Kunst, von den Skulpturen, den Gemälden, der Plakatkunst. Der Vater hat natürlich enge Beziehungen zur Berliner Kunstszene, die ihn umgibt und mit der er regen Kontakt pflegt. Andererseits natürlich auch ein großer Schatten, in dem sich Ruth Bernhardt befindet und sie beschließt oder sagt später dann auch, I was determined not to become an artist. Also sie möchte definitiv keine Künstlerin werden oder nicht in die Kunst wechseln. Der Schatten des Vaters ist so groß. Sie geht dann in Jena und Bremen zur Schule, absolviert dann doch in Berlin ein Kunststudium an der Akademie ab 1925 und folgt dann 2 Jahre später dem Vater in die USA. Lucien Bernhardt ist bereits seit 1923 in die USA gewechselt und hat dort dann zusammen mit Erich Mendelssohn und Bruno Paul im Rahmen einer Künstlerkooperative nochmal Großkarriere gemacht. Ruth kommt in die USA, sie lernt Englisch, sie macht sich mit den Sitten des Landes vertraut, wie man lesen kann. Sie hat aber keine wirkliche Berufung, sie hat keine klare Message, keine Perspektive. Sie macht eine Lehre bei Ralf Steiner ab 1929, einem damals berühmten Werbefotografen, den man heute noch kennt als einen der Lehrer von Walker Evans. Ansonsten ist Ralf Steiner wohl den wenigsten ein Begriff. Er muss aber ein sehr harter und strenger Lehrmeister gewesen sein. Nach kurzer Zeit wirft Ruth Bernhardt das Handtuch, verlässt den Ausbilder mit $45 Ablösung, von denen sie sich dann eine Kamera kauft, ein Stativ, Linsen. Sie hatte also nun doch vor, in die Fotografie zu wechseln. Sie eröffnet 1929 ein Studio in New York. Sicherlich kein idealer Zeitpunkt, wenn man sich klar macht, es ist das Jahr des Wall Street Crash. Auf der anderen Seite ist die Fotografie immer noch ein Medium, in dem auch Frauen durchaus Erfolg haben können. Der Zugang ist relativ simpel und es gibt doch hier und da immer wieder etwas zu tun. Definitiv versteht sich Ruth Bernhardt nicht als Künstlerin, sie versteht sich als Auftragsfotografin, als Werbefotografin, als eine Frau, die im Bereich der gedruckten Medien unterwegs sein möchte. Und doch hat sie nie die Bedeutung oder jedenfalls, wir haben es schon von Frau Albrecht gehört, den Ruhm einer Baroness Abbott, einer Imogen Cunningham oder Dorothea Lange erlernt, erlebt. Sie ist im Grunde bis heute zu entdecken. Ruth Bernhardt etabliert sich also als Auftragsfotografin. Nebenher macht sie immer wieder eigene Experimente, darunter das Bild Lifesavers. Ich weiß nicht, wo es jetzt hängt. Ich glaube, es hängt um die Ecke. Es sind diese Bonbons, die sie in einer sehr strengen Komposition aufgefasst hat. Man sieht also zum einen natürlich den Einfluss der neuzeitlichen Fotografie Europas. Also sie hat ganz bestimmt Arbeiten von Hein Gorny, von Albert Renger-Patsch oder Hans Finsler gekannt. Und zum zweiten natürlich die Bedeutung des Lichts, das für die Rezeption und für die Interpretation
der Werke von Ruth Bernhardt ganz besonders wichtig ist. Sie selbst sagt, Light is my inspiration, my paint and brush, the greatest source and revealer of all. Wo steht Ruth Bernhardt in der Fotografie, in der amerikanischen Fotografie? Es gibt im Grunde, wenn man mal absieht vom New Bauhaus in Chicago, von der Fotografie der Farm Security Administration oder vom Glamour Hollywoods, von Einzelkämpfern wie Louis Hine, Paul Strand oder Walker Evans. Es gibt zwei geografisch wie ästhetisch ebenso unterschiedliche wie sich widersprechende Denkschulen in den USA. Da ist auf der einen Seite die sogenannte New York School mit Namen wie Lisette Model, V.G., Sid Grossman oder Robert Frank. Und da ist zum anderen die Fotografie des Westens um Ansel Adams und die Gruppe F64. Wo die eine, die New Yorker Fotografie, urban, experimentierfreudig, dynamisch, politisch, sozial interessiert, natürlich auch kommerziell, man denke an die Modefotografie, an die Werbung, so ist die andere, die des Westens, naturnah, den kleinen, wie erhabenen Phänomenen der Schöpfung zugewandt, nachdenklich, meditativ und darüber hinaus den perfekten Print zelebrierend, also Abzüge in einer musealen Qualität, während man im Osten auf die Publikation schaut, auf die Zeitschrift, auf das Buch oder die Illustrierte. Ganz klar positioniert sich Ruth Adams in der Tradition des Westens, auch wenn sie nicht unmittelbar Mitglied dieser Ruth Bernhardt. Auch wenn sie nicht unmittelbar Mitglied der Gruppe F64 war, wer aber für sie ganz entscheidend und bestimmend wurde, war eben Edward Weston, den sie in diesem Zusammenhang kennenlernt. Sie selbst wird zitiert, I have had many loves in my life, but I have never had a person in my life whom I loved more than Edward Weston. Weston war ja nicht nur ein großartiger Fotograf, eine wichtige Persönlichkeit der Fotografiegeschichte. Er war im Grunde auch derjenige, der die Fotografie als Kunstform etabliert hat. Wir müssen uns nochmal klar machen, in den 1920er, 30er Jahren war die Fotografie noch immer ein im Grunde dienendes Medium, bei uns in Europa ebenso wie in den USA als Ausdrucksform, als künstlerische Ausdrucksform nicht wirklich anerkannt. Dahingegen sträubt sich Weston, er positioniert sich ganz klar als Künstler. Er sagt, ich glaube an die Fotografie und entschuldige mich nicht dafür, Fotograf zu sein. Die Fotografie ist das wichtigste grafische Medium unserer Zeit. Sie muss nicht, ja darf nicht mit der Malerei verglichen werden. Sie hat andere Mittel und Wege. Bereits 1936 war Ruth Bernhardt nach Kalifornien gezogen. Sie eröffnet in Los Angeles ein Fotoatelier. Sie beginnt unter dem Einfluss Westens zu arbeiten. Sie emanzipiert sich vom Auftrag und findet zu ihrer eigenen künstlerisch inspirierten Sprache. Bereits 1936 hat sie erste Ausstellungen in Galerien, in Museen und kein geringerer als Alfred Stieglitz beginnt sie zu loben. Stieglitz, kein Mensch, der nun sein Lob breit gestreut hätte. 43 bis 45, also in der Zeit des Zweiten Weltkriegs, ist sie als Landarbeiterin unterwegs. Danach kehrt sie nach Los Angeles zurück, um unmittelbar darauf nach San Francisco umzuziehen. An ideal city, intellectually stimulating and naturally beautiful. San Francisco wird dann für die weiteren Jahre und Jahrzehnte ihres Lebens ihr Ort, ihre Heimat, ihre Adresse bleiben. Ruth Bernhardts Werk im Kern entstand zwischen 1935 und 1976. Es ist ganz klar dem Geist der neuen Sachlichkeit verpflichtet. Es gibt auch experimentelle Studien, es gibt Negativprints, es gibt Sandwiches, es gibt auch Fotogramme. Aber Ruth Bernhardt ist eigentlich keine Fotografin, die wir im Neuen Sehen verorten könnten. Sie ist ganz klar zu sehen vor dem Hintergrund der neuen Sachlichkeit.
35 bis 76, und wenn Sie sich jetzt überlegen, was in den 50er Jahren die fotografische Welt umgetrieben hat, das waren Ausstellungen wie The Family of Man, das war Henri Cartier-Bresson, das war die Fotografie Humanist, da nimmt Ruth Bernhardt tatsächlich eine Außenseiterrolle ein. Sie ist also definitiv nicht Teil des Mainstream, und vielleicht liegt auch darin ein wenig der Grund für ihre zögerliche und problematische Rezeption. Sie ist einfach nicht einzuordnen. Sie ist für die neue Sachlichkeit etwas spät. Sie ist definitiv nicht Teil des bildjournalistischen und auch nicht Teil einer Decisive Moment-Haltung, wie sie eben Henri Cartier-Bresson vertreten hat. Sie ist im Grunde eine verspätete Avantgarde, aber gerade darin eigenständig und in ihrer Außenrolle etwas ganz Besonderes. Bei ihr könnte man von einer Philosophy of Vision und Perception sprechen, also einer Philosophie der Wahrnehmung und des Sehens. Das war auch das, was sie immer vertreten hat, obwohl sie uns keine Theorie oder kein Theoriegebäude im engeren Sinn hinterlassen hat. Ganz wesentlich ist ihre Auseinandersetzung mit dem weiblichen Akt. Das ist im Grunde das, wofür man auch Ruth Bernhardt kennt. Wenn Sie die Fotoliteratur durchschauen in Anthologien zum Thema Akt, ist sie im Prinzip grundsätzlich vertreten. Das gilt sowohl für den großen Katalog zum Aktfoto 1985 wie für Bill Ewings Werk über den Körper, the body. Also sie taucht immer wieder auf. Aber wie gesagt, es gibt keine große Monographie im Deutschen. Es gibt eine im amerikanischen, im englischsprachigen Raum, The Eternal Body. Also da ist schon der Schwerpunkt gesetzt. Es geht um Aktfotografie und hier eben um eine Erkundung des Aktes mit den Mitteln des Lichts. Während Westen, wie Sie wissen ja, sehr stark in der Natur gearbeitet hat, also seine Aktmodelle auch in Dünen oder vor neutralem Hintergrund positioniert hat, war Ruth Bernhardt immer im Studio, wo sie eben das Licht sehr genau steuern konnte. Zum Unterschied zu Edward Weston konstatiert eben James Allender, while Ruth insists on harmony, beauty and perfection, her overriding concern is with light itself. Der Akt im Zentrum. Es gibt aber auch Werkgruppen, die sich mit Kinderpuppen beschäftigen. Wir haben einige Beispiele auch hier in der Ausstellung. Manche ihrer Begleiter, ihrer Interpreten halten nun diese Kinderpuppenbilder für den Kern ihres Werkes. Da sind jetzt natürlich Anleihen beim Surrealismus, bei Dada zu sehen. Wir kennen alle natürlich die Arbeiten von Hans Bellmer. Inwiefern Ruth Bernhardt davon Kenntnis hatte, wissen wir nichts. Also die Selbstaussagen von ihrer Seite sind dünn und auch die Zeitgenossen haben in dieser Richtung nicht wirklich nachgefragt und uns Informationen hinterlassen. Was mich auch beschäftigt hat im Zusammenhang mit Ruth Bernhardt, ist, diese Frau hat tatsächlich das gesamte 20. Jahrhundert durchmessen. Sie hat als Kind den Ersten Weltkrieg noch bewusst miterlebt. Sie hat den Beginn der Weimarer Republik, sie hat Emigration, Migration, sie hat den Zweiten Weltkrieg aus amerikanischer Perspektive, sie hat Korea, sie hat den Vietnamkrieg, sie muss natürlich auch Holocaust und die Vernichtung der europäischen Juden zumindest wahrgenommen haben, bis hin zu Afghanistan, bis zum Irakkrieg. Also es ist unfassbar, was diese Frau an politischen Ereignissen, aber es ist alles in ihrem Werk ausgespart, es wird nicht thematisiert. Jetzt könnte man von unpolitisch sprechen, aber vielleicht ist ja gerade das Bekenntnis zu Schönheit, zu Harmonie auch eine politische Botschaft. Dem Ungeist stellt sie Licht, der Gewalt, Harmonie und dem Furor ein entschieden positives Weltbild gegenüber. Ihr Leben hat sie ganz in den Dienst der Kunst gestellt. Sie wollte nie heiraten, sie wollte unabhängig sein, sie wollte nicht Mutter sein, sie wollte ihren künstlerischen Vorstellungen folgen. Vermögend war sie wohl nie. Sie war über Jahre schwer krank. Auch das hat sicherlich die Rezeption ihres Werkes
behindert und obwohl ihr Beitrag zum weiblichen Akt, wie Margaret Mitchell, die sich am intensivsten mit Ruth Bernhardt beschäftigt hat, sagt, ebenso bahnbrechend wie einzigartig war, ist sie eigentlich immer noch zu entdecken. Vor allem eben ihr Blick auf den weiblichen Körper ist ein besonderer, ist ein anderer. Er ist fragmentarisch, er ist sensibel, er ist skulptural, er ist von einer großen Delikatesse und vor allem eben auch in den Prints. Sie war eben eine großartige Dunkelkammerarbeiterin. Also für diese Westküstenfotografen war der Print, der Druck, der Abzug das zentrale Movens ihres Tuns. Dazu gehörte eben auch, dass man verso recto signierte, was in der europäischen Fotografie eigentlich nicht vorkam, bestenfalls hinten ein Copyright-Stempel drauf. Also das ist schon ein ganz anderer Umgang mit dem Bild. Und deshalb ist es auch so großartig, dass wir hier in Berlin jetzt zum ersten Mal mit diesen Originalen im Grunde in Kontakt kommen. Die letzten Jahre ihres Lebens hat Ruth Bernhardt in San Francisco vor allem ihr Archiv geordnet. Sie hat Ausstellungen bestritten. Sie hat Workshops gegeben, übrigens einen letzten 83 in Arles. Also wer 83 bei den Rencontres d'Arles war, hat oder hätte noch Gelegenheit gehabt, Ruth Bernhardt in Europa zu sehen und zu treffen. Sie starb am 18. Dezember 2006 in San Francisco. Nicht ohne uns noch einen Rat mitgegeben zu haben, wie man zu guten Bildern kommt. Und mit diesem Zitat von Ruth Bernhardt möchte ich mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Take one camera with film. Noch sind wir im analogen Zeitalter. Add one knowing eye and as much strong feeling as you have available. Mix well with a generous portion of your own unique personality. Expose to the right light for the exact fraction and process until beauty appears. Dankeschön.